Hallihallo Leute und ja, zurück bei Let's Play Violett. Also Pokémon Violett. Wir haben letztes Mal Team Violett wieder in die Schlucht geschlagen und können jetzt endgültig gegen den Arena-Leiter antreten. Manus ist endlich wieder in der Arena. Bevor du ihn besiegen kannst, musst du aber an uns allen alle. Ah, okay, musst du aber erst alle Ringkämpfe bestehen. Los! Oh, Ringkämpfe, das wird ziemlich abgefahren. Ich hoffe, ich kann da wieder raus und mich heilen. Bin mir da wirklich nicht sicher. Und die sind bestimmt alle extrem stark. Schon Level 27. Alter, das ist hart. Wir haben gar keinen Level 30er. Was bestimmt noch vorkommen wird. Naja, wir können es nur versuchen. Großartig trainieren in dieser Gegend können wir ja wirklich nicht. Ist ein bisschen blöd. Ja, Riolu, wissen wir, Lumi gegen Riolu ist nämlich ziemlich praktisch. Psychokinese. Oh yeah. Reiskuchen, noch ein Level Up. Medite, das lassen wir auch drin. Verwirrung macht nichts. Wir haben den trotzdem, den Bastard. Alles Kampftypen? Ich würde sagen, gegen all die Kampftypen behalten wir Blumi an der Front, weil ich glaube, das ist unsere beste Methode, die wir haben. Entschuldige mich. Der nächste bitte. Der zweite Ringstamm steht dir bevor. Sei gewappnet, mein Lieber. Keine Sorge, das wird sich schnell erledigen. Zwei Pokémon. Mashok-Typ-Kampf. Ich balle einfach Konfusion rein. Wieso nicht? Riolu kann ich auch mit Konfusion rein. Das wird's auch erlebt. Nee, es hat's überlebt. Geht ja gar nicht. Sehr stark. Vielen Dank. Ich glaube, Riolu, also Sophia, ich muss wieder umgewinnen die Namen. Sophia ist hier ziemlich praktisch. Ein Meditalis. Level 29, Alter, extrem. Ne, warte, ist ja gar nicht dieser Blumi. Ah, ich habe schon wieder Krämpfe im Kopf und so. Entschuldige, war mein Fehler. Reiskuchen, Level Up. Oh, Reiskuchen entwickelt sich. Oh mein Gott, wie einfach. Auf einmal. Reiskuchen entwickelt sich zu Reiskuchen 2.0 mit kleinen Sternchen obendrauf als Glasur. Oh yeah, wir haben ein Sandama. Vielen Dank. EP-Teiler hat's gebracht. Der vierte Kampf wird deine Schwester. Der vierte Kampf wird dein Schwerster sein. Ich hab schon falsch gelesen. Immerhin bin ich dein Gegner. Ja, komm, Ruhe. Kommt jetzt noch wieder so ein Bullshit? Level 30, Alter, wie extrem die da nach oben pushen. Schweine. Nicht mal Psychokinese hat den erledigt. Und wir haben nicht mehr so viele. Psychokinese wird ihn aber, jetzt haben wir ja zu wenig AP für Psychokinese. Das wird verdammt eng. Haben wir AP plus oder so in der Art was? Ich will jetzt nicht wieder zurückrennen, weil es ein bisschen blöd ist. Äther. Stimmt das? Ja. Hier, nimm. Lumi hat Äther verwendet. Finde ich gut. AP wurde aufgefüllt. Ich benutze jetzt noch ein paar Tränke, weil wir eh schon viel von dem haben, denn shit. So, feiere auch noch einen. Gut. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt sicher der Arena-Leiter auf sich. Nein, noch der fünfte Kampf. Stärker als all die anderen. Ja, es wird immer stärker, hatte ich irgendwie das Gefühl. Der ist genau gleich stark. Naja, unwichtig. Psychokinese rein. Nein, nicht. Ich wollte. Ich hätte auch die AP sparen können. Naja. Riolu, da lasse ich das so. Da kann ich jetzt Psychokinese rein. Oh yeah. Vielen Dank. Und vorbei. Jetzt noch einen, Alter, wie viele? Dein vorletzter Kampf. Anarchie ist alles, Alter. Schlimm. Wie viele kommen denn dann noch? Konfusion, ich glaube, das. Okay, ich brauche Psychokinese jetzt. Das wird es nicht schaffen. Reiskuchen, nein, ich wechsle. Konfusion, bitte. Ja. Ich muss dich töten. Nein, musst du nicht. Auf Wiedersehen. Alter, wie viele noch?
Vorletzter, das heißt, das muss der letzte. Ein Pflanzentyp. Pflanzenkampftyp? Nee. Schon? Nee, ist doch ein Käfer. Pokémon. Okay, Glutexo, du kannst auch was tun. Erstmal Glut rein. Sauber. War ein bisschen kritisch gerade. Pokémon, ja. Riolu, Sofaira wieder zurück. Nein, Blumi zurück in den Fight. Los, Blumi. Schwarzgold, ja, Riolu wieder. Vor allem so ein Low-Gegner. Infusion, One-Hit weg. Ja, ja, geh weiter. Später. Ich muss jetzt nochmal Tränke benutzen. Weil Glutexo angeschlagen ist. Okay. So, das wäre wieder erledigt. Wir gehen weiter. Und bitte jetzt... Ja, der Arena-Leiter. Und ich bin vorbeigerannt. Ich könnte jetzt hier speichern, wie ich es immer gemacht habe früher, aber... Nein. Oh, hallo Anhart. Professor Primus hat mich über deine Leistung im Silvianerwald... Im Silvianerwald informiert. Auch über die Geschehnisse in Cascada weiß ich Bescheid. Und ich möchte dir danke... Ich möchte dir danken. Nichtsdestotrotz... Hast du nun die Aufgabe, mich in die Knie zu zwingen? Wollen wir doch mal sehen, ob du das Herz eines Kämpfers hast. Mal sehen. Die Jury. Keine Ahnung, was Jutge heißt. Ich sage jetzt einfach mal da Jury. Schiedsrichter. Egal. Der Arenaleiter, der Herausforderer Anhart wird nun gegen Leiter Manus antreten. Tretet vor, um den Kampf zu bestreiten. Anhart, nun werden wir sehen, wessen Schläge stärker sind. Nimm dich in Acht. Gib dein Bestes. Na, gegen dich werde ich nicht verlieren. Ich hab dich so lange... Alter, was ist das für... Ey, was nimmst du hier für Botox-Vitamine und irgendwelche Drogen? Übertreib's mal, ich ein Normaltyp. Oder auch Kampftyp? Könnte es sein, dass es auch ein Kampftyp ist, eigentlich. Versuch's jetzt mal eine Kli... Oh yeah. Schlitzer. Oh ja. Neue Attacke. Ist jetzt zwar nicht die stärkste Attacke, aber immerhin. Schlitzer macht 70-10. 40-100. Ja. Und schwupp. Schlitzer erlernt. Maschok. Bleibe ich drin. 5 habe ich noch. Ist nicht viel. Ice Heap. Komm jetzt nicht. Ah, nimm doch nicht so ein Scheiß. Ah, so, weg da. Lucario. Endlich mal ein Badass-Pokémon. Da kann ich auch gut Psychokinese benutzen. Attacke gegen daneben. Super Blumi. Und jetzt zwinge ihn in die Knie. Alter, wie stark ist der? Alter, wie stark. So, Feuer hat dagegen keine Chance. Ist sogar noch unterentwickelt. Gegen Kampftyp. Glutexo. Nee, Delphergo. Das könnte sich noch als schwierig erweisen. Naschweif. Alter, was war das für eine Attacke, bitte? Alter, was war das gerade? Okay. Reiskuchen, mach es fertig hier. Deine Zeit ist gekommen, jetzt fress nicht so einen Scheiß. Giftstachel. Felsgrab. Wird's nicht gehen, oder? Doch. Nicht sehr effektiv, das wird's nicht. Die Initiative ist gesunken, immerhin. Somit ist Reiskuchen auch außer Gefecht. Wir haben nun nicht mehr so viele Auswahl. Glutexo. Nein, ich habe Kratzer. Das wollte ich nicht. Ich wollte was anderes. Ich wollte Glut. Na, endlich. Meditales. Und wir haben natürlich unser bestes Pokémon jetzt gar nicht mehr. Also Blumi ist jetzt nicht mehr da. Verstärkt seinen Fokus. Fokus verloren. Soll es das machen, diesen Power Punch? Es hat die ganze Zeit versucht, Power Punch einzusetzen. Naja, bescheuert. Sehr beeindruckend, du hast meine Schläge nicht nur meistlich gekontert, sondern auch selbst hart zugeschlagen. Bis zum K.O. Diese Leistungen belohne ich mit diesem Faustorden. Faustorden erhalten, cool. Kriegen bestimmt auch Power Punch, die Attacke ist so scheiße manchmal. Okay, ich kann jetzt VM fliegen und ein persönliches Geschenk TM1. Was ist das? Schon Power Punch, ja. Wie ein Blitz. Enorme Kraft widerstehen, ja, kenne ich, aber es bringt mir nichts. Bis dann, Anhart.
Okay, jetzt kommt bestimmt Maike und will noch mit mir kämpfen, weil ich gerade erst geschafft. Ne, gut, Gott sei Dank. Und heilen. Vielen Dank. Gut. Jetzt muss ich. Ich hab. Was muss ich jetzt tun, bitte? Ich will jetzt nicht. Ich kann jetzt fliegen. Ich muss irgendwo hier fliegen finden. Hoffe ich. Oder? Das sind wieder die kleinen Kinder vor der Glotze hängen. Schlimm. Heutige Jugend und so. Okay, ich muss also irgendwie das VM Fliegen finden. Das ist nur der Fettsack, der nur Ballon macht, genau. Professor Norbert ist da drin. Ich gehe jetzt mal rein, aber ich glaube nicht, dass der mehr fliegen gehen will. Ja, Puderstaub. Ja, wo geht's weiter, bitte? Ich bin jetzt in der Einbahnstraße zurück. Es muss hier irgendwo fliegen geben. Das kann es nicht anders geben. Zumindest meine Ansicht. Ja, toll, aber ich muss Fliegen besitzen. Leute. Kommt irgendwo ein Event, wo ich das bekomme? Ich hoffe. Ich will nicht wieder den ganzen Weg zurück. Ich muss Fliegen beherrschen können jetzt irgendwie. Die Frage ist, wo kriege ich das? Warte, jetzt ist doch da unten links frei, oder? Das war doch früher immer zu. Oder nicht? War hier unten schon die City? Ammonia, ja, die war ja schon zu Hause, da war ja nichts. Ach, was für eine Scheiße. Wo will ich jetzt hin? Ja, kann ich nur nach oben wieder. Irgendwo weiß ich, da war ja Team Violett im Weg die ganze Zeit. Und da konnte ich nicht vorbei. Ich nehme an, dass ich jetzt da weiter muss. Aber das war doch links, da muss ich doch den ganzen Weg nach oben wieder. Probier jetzt mal aber das hier. Warte. Meridiana City benötigt. Ich hab den Orden von Meridiana City. Das ist doch Meridiana City, oder irre ich mich da? Route 1. Meridiana City, okay, im Bug. Ich werde das nachher noch erwähnen. Oder vielleicht schaut der Entwickler zu, dann wird er es gleich sehen. Ich kann den hier nicht beenden, weil ich anscheinend den Orden nicht besitze. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich den Arenaleiter nochmals machen muss. Ich hoffe nicht. Siehst, ich habe alles geschafft. Ich gehe jetzt nochmal durch, nur um zu checken, dass es wirklich so war und nicht nochmal und so. Gleich geht's weiter, gleich geht's weiter. Ich hätte das auch spulen können eigentlich. Geht schneller. Da bin ich. Bitte sag mir jetzt. Alter, was ist das bitte? Muss ich. Wieso? Bug, fail. Ich brauche einen Bugfix für das, bitte. Schlimm. Jetzt muss ich den weichen Bastard aufgepumpten Möpsen nochmal in die Knie zwingen. Ja, komm mit deinem Scheiß. Kannst du eh nichts anfangen. Konfusion und weg da. Hat Donnerschlag hier. Was willst du sonst noch tun? Level 28, gut ist. Maschok. Ich befürchte, ich muss einen Trank benutzen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich wieder Power Punch einsetzen könnte. Und dann wären wir eigentlich schon am Anfang am Arsch. Wir haben Glück gehabt letztes Mal. Erstarrt zu Eis. Toll. Habe ich nicht Top Genesung? Nein. Kann ich noch eine Bärentüte öffnen? Bei Frost. Alter, wie kann man so failen, bitte? Das ist ja inakzeptabel. Da kannst du deinen Fokus verstärken, wie du willst. Du wirst jetzt trotzdem drauf gehen. Nassschweif, weg da. Lucario, nein, Meditalis, gleich jetzt schon. Ja, dann. Aquawelle, Volltreffer, weg. Nächster, bitte. Scheiß Lucario, kannst auch gleich drauf gehen hier. Wuchtschlag, stimmt, das war die heftige Attacke, die uns einfach mal instant. Glut. Brennt, Eisschwall, scheiß drauf. Verbrenne weiter. Oh yeah. Sieg. Und jetzt halt die Fresse und gib mir nochmal das TM. Danke. Funktioniert's jetzt bitte?
Oh, jetzt geht's. Ich weiß nicht, was es genau war. Ich würde es trotzdem nochmal checken. Aber jetzt hat es gefangen. Ich weiß nicht, an was es gelegen hat. Seltsam. An was hat es sich. Nein, 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 ich will nicht. Nein. Irgendwie musst du das Pokémon heilen. Ich möchte eigentlich gerne Blumi ein bisschen hochleveln. Weil, wenn es schon so ein Kampfautomat ist, wieso nicht? Ist praktisch. Wir sind auch schon über der Zeit, sehe ich. Aber wir machen es trotzdem noch kurz. Kampf-Pokémon spezialisiert einwerfen. Kampfsimulation gestartet. Ein Rasaft ist leider zwar ziemlich schwach. Ja, das ist jetzt. Also Leveln, das ist ein bisschen zu wenig für Level. Seltsam. Ich habe gerade gedacht, beim ersten Mal ist nichts passiert. Also Level 25er, das ist ein bisschen wirklich low. Mach Holo. Komm, das kriegen wir noch. Komm, noch mehr. Scanner. Schütz dich selbst. Nochmal. Schütz dich selbst. Und weg. Drin bleiben, Riolu. Und weg. Okay, jetzt sind wir draufgegangen. Basisschlag. Doppelkick. Nochmal Basis. Und weg. Sauber. Okay, somit. Naja, es ist ein bisschen höheres Level beim Kampfautomaten wäre nicht praktisch. Also wäre sehr praktisch. Und ich glaube, ansonsten, ja. Sehen wir uns wieder beim nächsten Part. Wir müssen bestimmt da nach oben. Vielleicht schaffe ich das noch. Ich gehe jetzt noch ein bisschen nach oben. Ah ne, wir sind durch die Höhle, stimmt. Okay, dann lassen wir das sein. Wir warten hier irgendwo so, chillen da ein bisschen am Rand. Wie so die Penner an der Straße. So, wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Pokémon Violett.